Also nochmal herzlich willkommen auch hier von der Bits und Bäume. Nur eine kurze Einführung zum Thema. Das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon gelesen, aber es geht um Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir machen ein wenig Vortrag. Die Speakerinnen stellen sich gleich selbst vor. Und nachher gibt es noch einen kleinen so einen Diskussionsteil. Wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch. Ich komme dann mit dem Mikrofon rum und dann viel Spaß und viel Erfolg. Schön, euch zu sehen hier an diesem Sonntag. Wir hatten eben schon Sorge, wir sind auf der falschen Veranstaltung, weil es gibt wohl auch eine Bits und Bäume Bildungskonferenz. Da gehen wir nachher auch nochmal hin dann. Ich bin Karen Paul, ich leite die IT bei Greenpeace Deutschland und bin auch international im Technologiekomitee. Und wir sind heute sozusagen aus verschiedenen Teams hier. Das ist meine Kollegin. Ja, hallo, ich bin Katharina Ronchewitsch, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Impuls. Ich bin aus dem Bildungsteam bei Greenpeace und kurzes Framing, was wir so machen. Neben Bildungsmaterialien unterstützen wir Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität, haben CO2-Schulrechner, Unterrichtsmaterialien, aber nicht nur das, uns geht es auch insbesondere darum, Lerninhalte näher an Nachhaltigkeit anzurücken, sodass wir die Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern stärken, die sie auch für die aktuellen, aber auch zukünftigen Herausforderungen benötigen. Wir haben ein Unterrichtsmaterial entwickelt, und zwar teamübergreifend mit der ICT und dem Bildungsteam. Nicht nur, weil wir Lust daran hatten, Interesse daran hatten, sondern weil wir gedacht haben und auch gemerkt haben, dass das ein großer Bedarf an den Schulen ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich war vor 2 Wochen an einer Schule in Niedersachsen, eine 8. Klasse, und wir haben mit denen versucht herauszufinden, was die so interessieren, wie wir das zum Thema der Klimakrise, Klimaschutz verbinden können. Und 2 Tage vorher hat die Schule entschieden, keine digitalen Endgeräte mehr in der Klasse zuzulassen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das heißt, es war eine große Empörung, insbesondere in der 8. Klasse, keine Handys mehr, alles sollte abgegeben werden oder ausgemacht werden. Und eine Gruppe der Schülerinnen ist so, ja, Klimaschutz schon interessiert, aber die größte Herausforderung war eigentlich, wie komme ich ohne Handy jetzt im Schulalltag zurecht? Und diese Gruppe wollte gerne dieses Thema aufgreifen, und ihre Argumentationslinie war, ja, wenn wir doch unsere Endgeräte hätten oder iPads hätten oder, dann würden wir auch Papier sparen. Guter Ansatzpunkt, vielleicht nicht ausreichend. Das heißt, mit den Schülerinnen und Schülern haben die sich insbesondere mit den Themen beschäftigt, wie können wir eigentlich Digitalität so nutzen, dass es zugleich auch nicht kontraproduktiv, was Nachhaltigkeit betrifft. Und gleichzeitig aber auch, ist es nicht leicht kurz gedacht, wenn wir das nur auf Papier sparen ansetzen. Meine Rolle dabei war gar nicht, den Input zu liefern oder die Wissensvermittlung zu vollziehen, sondern eher dahingehend zu moderieren und zu schauen, welche Fragen kommen auf. Und die Fragen sind dabei in den Klassen da. Das heißt, von den anderen Schülerinnen und Schülern war schon die Frage, wie lädst du denn dein Handy auf? Das heißt, die Stromfrage war da. Und dieses große Spektrum der Thematik von Digitalität und Nachhaltigkeit auch als Fragestellung aufzugreifen, haben wir empfunden, dass das stärker in die schulische Bildung nicht nur rein muss, nicht nur Wissensvermittlung, sondern gleichzeitig auch Handlungsoptionen aufzuzeigen, wie wir Digitalität auch so nutzen können, um zukunftsfähig zu sein. Und an dieser Stelle möchte ich gerne an dich übergeben, dass du uns durch die Thematiken durchleitest, die uns besonders wichtig waren. Genau, wir haben, als wir angefangen haben, überlegt, was machen wir für Material. Und es gibt sehr gutes Bildungsmaterial zu einzelnen Themen, also zum Beispiel zur künstlichen Intelligenz. Es gibt auch sehr gutes Bildungsmaterial zu Elektroschrott, Lebensdauer von Geräten. Aber das Gefühl war, dass es immer sehr speziell ist und dass es für die Lehrer auch sehr schwierig ist, wie sieht denn eine digitale Allgemeinbildung aus? Also was sollte eigentlich jeder Schüler mitkriegen in der Schule, um bewusste Entscheidungen treffen zu können? Weil die jüngere Generation, denen hilft es ja nichts, wenn man sagt, nutzt Google nicht, nutzt Amazon nichts. Das ist, die leben damit, die machen TikTok-Videos. Das heißt, es geht darum, eher ihnen ein Grundverständnis zu geben, was sind wichtige Technologieebenen, die sie kennen sollten, wo sie die Mechanismen kennen sollten, und anhand dieser dann bewusst zu entscheiden.
sondern nicht zu sagen, nee, mach bitte gar kein TikTok, sondern seid ihr darüber im Klaren, was passiert, wenn du es machst und welche Einstellung du vielleicht auch haben möchtest. Das war so der Ansatz, weil ich glaube, der Generation ist nicht geholfen, wenn wir nur sagen, lasst das alles so. Und dann haben wir überlegt, okay, es war schon mal klar, wir machen Material eher in der Breite, um auch Lehrern die Chance zu geben, gemeinsam mit ihren Schülern zu lernen. Weil da gibt es auch große Hemmschwellen, weil natürlich meistens die Schüler zumindest digital wesentlich besser bedienen können als die Lehrer. Das heißt, warum sollen die nicht zusammen diesen ganzen Raum für sich kennenlernen und erarbeiten? Und deswegen ist das Material auch nicht so, da gibt es ja ganz viel an den Schulen, Programmieren, Coding, Workshops. Das Material ist aber eigentlich nicht speziell nur gedacht für Informatik, sondern das fließt an die Bildungspläne auch in den Schulfächern Wirtschaft, Ethik, was haben wir noch? Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften und genau genommen sogar im Deutschunterricht. Weil auch im Deutschunterricht oder im Englischunterricht kann ich mal sagen, ich nehme ein Shakespeare-Gedicht, lass es mal von der künstlichen Intelligenz übersetzen in eine andere Sprache und guck mal, wie sieht ein Shakespeare-Gedicht dann nach DeepL aus in Deutsch. Also sprich, man kann eigentlich in allen Anwendungsbereichen zeigen, was machen die Technologien. Und so kamen wir einmal auf zwei Arten von Material. Einmal eins für klassische Schulen, also Sekundarstufe 1 und 2, aber auch für berufsbildende Schulen. Weil die Materialien sind so konzipiert, dass sie jeweils entweder eine bis Doppelstunde Unterrichtsstunde haben, jedes Thema. Das heißt, der Lehrer kann sich das relativ flexibel zusammensuchen, wie viel Zeit, wie viele Schulstunden er verwenden möchte. Und auf berufsbildenden Schulen sind natürlich die Schüler ganz andere. Das heißt, das Material ist vom Grundsatz, vom Input gleich, hat aber dann sehr unterschiedliche Übungen oder Videos oder Kontexte. Und das kann ich gleich kurz an den Themen kurz aufzeigen, wie so Beispiele sind. Jeweils je Material, und vielleicht klicke ich jetzt einfach mal das für die Sekundarstufe an. Mal hier. Also hier sieht man dann, das sind immer die einzelnen Sachen. Wir haben 6 Themen. Die Themen sind Big Data, also vor allem das Thema, warum sind Daten eigentlich ein Geschäftsmodell, wem gehören eigentlich welche Daten. Diese Themen werden dort behandelt mit Übungen, mit Links, mit Videos, mit Audiogeschichten, um alle Leute abzuholen, je nachdem wie sie ticken. Dann haben wir das Thema Datenmengen, also das sind eher die ökologischen Auswirkungen. Was heißt denn das eigentlich, wenn ich immer meine ganzen Videos und Fotos nicht lösche, sondern einfach vergesse in den Clouds oder auf den berufsbildenden Schulen mal in den Unternehmen zu fragen, was haben wir denn hier alles für Daten? Was sind eigentlich unsere größten Datenmengen im Unternehmen? Wann löschen wir die denn eigentlich? Wer hat denn eigentlich die Aufgabe dafür zu sorgen, dass sie gelöscht werden? Also allein die richtigen Fragen zu stellen dann in den Kontexten. Dann haben wir gesagt, ein anderes grundlegendes Thema, was man verstehen sollte, sind Algorithmen. Also einfach um zu verstehen, da hängt dann auch KI hinter. Also was heißt denn das eigentlich? Wie arbeiten die? Und wie finde ich die vor allem auch schon in meiner alltäglichen persönlichen Welt? Übersetzungen zum Beispiel, ne? Gerade die jungen Leute, wenn die reisen, haben die natürlich ihre Sprachübersetzungen. Aber nachher auch im beruflichen Kontext, finde ich das toll, wenn meine Bewerbung aussortiert wird von der künstlichen Intelligenz? Oder finde ich das eher gut, weil vielleicht weniger diskriminiert wird oder vielleicht wieder mehr, je nachdem, wie sie trainiert wurde? Also all solche Fragestellungen werden da diskutiert. Zu diesen Themen ist, glaube ich, auf der Konferenz hier relativ viel schon gesagt worden. Deswegen würde ich eher ein bisschen auf 2 Themen nochmal einsteigen. Das Thema, das geht dann eher in die sozialeren Dimensionen rein. Digital Divide. Also da wird thematisiert sowohl, nach was gibt es denn eigentlich unterschiedliche digitale Skills oder Leute, die vielleicht auch abgehängt sind. Das kann nach Altersgruppen gehen, das haben wir alle gerade erlebt mit dieser schönen Grundsteuererklärung, wo ich auch dann zu meiner 87-jährigen Mutter gefahren bin, und weil das nur noch digital ging und witzigerweise meine ganzen Nachbarschaftskinder von früher getroffen habe, weil die alle da waren für ihre älteren Eltern jetzt dieses Ding auszufüllen. Das ist aber auch Stadt und Land, also auch in der Stadt. Ne? Hatten wir bei den Startups gestern ganz tolle Anwendungsfälle, ganz tolle Apps, aber die funktionieren alle nur in Hamburg und Berlin von den Städten, weil eben das auf dem Land komplett anders aussehen müsste, die App. Und dann natürlich noch die größeren Themen globaler Süden, globaler Norden, die ganzen großen Anwendungen, die ganzen amerikanischen Cloud, aber auch chinesischen Clouds, das ist ja alles Nordhalbkugel. Das passt für viele Länder in anderen Ländern, insbesondere in afrikanischen Ländern nicht. Oder auch das ganze Thema überhaupt Zugang zum Internet.
Also was, von 10 Menschen, was glaubt ihr, wie viele Leute haben Zugang zum Internet? Weltweit. 4? 3, 4? Nee, es sind Gott sei Dank 7. Also es haben 7 Zugang zum Internet. Also jeder, aber jeder dritte Mensch hat keinen. Also das muss man sich dann, also vor allem, es ist nochmal gestaffelt nach Land, nach Stadt, nach Kontinent. Solche Sachen sind drin im Material. Um sich einfach klar zu werden, gerade unsere Schüler, die denken, naja, ich kann das ja alles mit der Suchmaschine meiner Wahl recherchieren, das ist halt in vielen Ländern nicht so. Und entsprechend habe ich natürlich auch andere Dinge, von denen ich ausgehen muss. Und dann haben wir das Thema digitale Beteiligung, was wir auch ganz wichtig fanden, mit gerade demokratischen Prozessen, das klar zu machen. Und das kann sowohl im Unternehmenskontext sein, also wie werden die Mitarbeiter beteiligt, wie werden die Kundinnen beteiligt im Feedback zu Produkten. Engagiert sich ein Unternehmen, ob er zum Beispiel eine Bushaltestelle vor seine Tür bekommt. Also diese ganzen Formen von Stadtbeteiligung, aber natürlich auch die Bürgerinnen mit vielen positiven Aspekten. Also Elternvollversammlungen zu Corona-Zeiten waren so voll wie noch nie, weil endlich Alleinerziehende mit kleinen Kindern alle einfach teilnehmen konnten von zu Hause. Kaum waren wir jetzt aus Corona raus, saßen wir wieder mit 20 Leuten bei der Elternvollversammlung. Also viele, viele positive Beispiele. Also für mich ist weiterhin viel Hoffnung in diesen ganzen Themen, auch wenn ich mir sehr wohl der ökologischen Auswirkungen bewusst bin. Aber auch gerade für die Schülerinnen, die vielleicht eben leider noch immer nicht wählen dürfen, zumindest auf Bundesebene, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten. Es gibt Bundestagspetitionen, es gibt Europapetitionen, es gibt Dinge, die sie an ihrer Schule mitgestalten können. Natürlich haben sie Klassensprecher, haben sie Schülersprecher, aber vielleicht ist es manchmal gut, eine digitale Umfrage zu machen, die ganze Schülerschaft zu fragen. Was würdet ihr in den Pausen gerne ausleihen wollen? Ne? Brauchen wir mehr Basketbälle oder brauchen wir mehr Springseile? Also ich glaube, da ist viel, was im Kleinen geübt werden kann, und solche Sachen sind jeweils in den Bildungsmaterialien drin. Und ich würde an dieser Stelle ein bisschen Raum geben jetzt schon mal für Fragen, weil wir haben insgesamt nur 20 Minuten. Wir haben solche Karten mitgebracht, da sind hinten QR-Codes drauf, die bringen euch auf die Webseite. Wie gesagt, die ganzen PDFs können so einfach runtergeladen werden. Ich habe auch Bekannte, die das als Erwachsener gemacht haben, oder wir hatten auch schon Rückfragen zur Erwachsenenbildung, weil ich weiß, dass viele gesagt haben, auch immer zu jedem dieser Themen 8 Seiten. Ist auch relativ wenig Text, das war das Feedback meiner Kinder, als ich ihnen das erste Mal gezeigt habe, auch ist ja Gott sei Dank nicht so viel zu lesen. Also auch viele Grafiken, viele Sachen wirklich einfach aufbereitet, habe ich zumindest gutes Feedback bekommen, auch von Erwachsenen, die einfach sagten, ich schlaue mich mal durch die Bandbreite auf, was muss ich eigentlich heutzutage wissen über solche Themen. Und damit würde ich eine Fragerunde gerne eröffnen. Und auch natürlich nochmal, Katharina, du bist ja an den ganzen Schulen, also wenn auch da Fragen nochmal sind, gerne. Ja, vielleicht abschließend. Wir in der Bildungsarbeit orientieren uns schon stark an den Ansätzen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und um es jetzt mal ganz klar zu sagen, der Vibe in dem Material ist natürlich ein bisschen weniger auf der reinen Wissensvermittlung, sondern eher Sensibilisierung, Aha-Momente zu schaffen, Alternativen aufzugreifen, Diskussionsräume in Schulen, Debatten zu, ein bisschen vielleicht auch zu provozieren, aber gerade auch dahingehend zu stärken, dass man Ungerechtigkeiten auch erkennt, diese auch bewertet und gleichzeitig aber auch Handlungsoptionen für sich selber entdeckt und gleichzeitig aber auch immer diese politische Dimension, also was müsste ich eigentlich fordern? Wir hatten heute Morgen ja den Beitrag und es war schon spannend zu sehen, klar, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, haben wir jetzt nicht 1000 Jahre Zeit, sondern wie kann ich jetzt handeln, also was kann ich jetzt sofort umsetzen und gleichzeitig aber auch parallel zu schauen, welche Forderung bedarf es, um aber auch einen nachhaltigen Umgang mit Digitalität gewährleisten zu können. Eine Frage. Doch. Ja. Dankeschön. Eine Frage. Ich bin in einer Organisation, die kümmert sich, sag mal, um Erwachsenenbildung, tatsächlich um das ganze Thema Weiterbildung, Zertifizierung im Bereich Digitalisierung und Requirements Engineering. Und sag mal, genau der Aspekt, wie kann ich eben, sag mal, als jemand, der heute schon im Beruf steht, das ganze Thema Nachhaltigkeit besser verstehen, wie sensibilisiere ich die Menschen, worauf müssen sie achten. Genau, das ist halt irgendwie ein Aspekt für uns, warum wir auch hier sind, warum wir heute nochmal einen Workshop haben. Du sagtest gerade,
ihr habt das auch mal so ein bisschen im Fokus zumindest. Gibt es da schon Ansätze? Würde ich ganz gerne irgendwie auch so ein bisschen, sag mal, so ein bisschen die Diskussion haben, dass man so sich vielleicht irgendwie auch mal zusammenschließt und schaut, was sind denn irgendwie Themen, die prinzipiell auch im Bereich der, sag mal, Erwachsenenweiterbildung da relevant sind. Also wir waren auf der LearnTech im Mai, das kam gerade raus im Mai, das Material, und da kamen sehr viele auf uns zu mit Erwachsenenbildung. Im Moment haben wir halt das erstmal für Schulen und berufsbildende Schulen, aber wie gesagt, ich kenne auch einige, die es genutzt haben im Bereich Erwachsenenbildung. Also zum Beispiel ein Bereich war in einem Automobilkonzern, wo jetzt die ganzen Ingenieure, die bisher immer Verbrennermotoren und sich damit auskannten, die kriegen jetzt immer gesagt, ihr müsst was tun mit Digitalisierung so, und die, ja, aber was so. Und der sagt, es hat ihm total geholfen, es einfach mal durchzuarbeiten. Also, aber also, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ne? Wir sind ja gerade, wie gesagt, es ist gerade das erste Schuljahr, wo wir es jetzt ausrollen. Hallo, also erstmal riesen Dank an euch. Und ich hätte die Frage, es zielt vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Erwachsenenbildung, aber eher so für die Lehrenden. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt sozusagen da für jedes Thema so 8 Seiten, habt ihr auch Material, wo dann eben Lehrende sich nochmal tieferes Hintergrundwissen aneignen können? Ja, danke für die Frage. Die haben wir unter anderem auch dadurch gewährleistet, dass wir, ich nenne es mal, weiterführende Links oder auch so eine Zusammenstellung zu bestimmten Themen, wo man sich nochmal weiter informieren kann. Und deine Frage finde ich insofern auch noch total spannend, weil wir das Gefühl haben, auch in der Entwicklung von weiteren digitalen Unterrichtsmaterialien, also wirklich digital, hier ist ja ein bisschen Überdigitalität, hatten wir immer die, ja nicht nur die Sorge, sondern es war die Sorge der Lehrkräfte, wir müssen geschult werden, wir brauchen weitere Informationen oder wir müssen auch mal so ein bisschen schauen, wie setzen wir das um, vor allem vor der Herausforderung, klappt das denn auch mit der Digitalität jetzt an deutschen Schulen? Und jetzt, was die Erwachsenenbildung betrifft, ist es wie gesagt in diesem Material so, dass wir weiterführende thematische Links aufbereitet haben, die wir für sehr hilfreich empfunden haben, wo wir wirklich kurz und knapp so ein bisschen vertiefteres Wissen auch nochmal weitergeben können. Und das andere ist, ein bisschen weg von dem Material, dass wir für die Lehrkräfte, und das fühlt sich so ein bisschen schräg an, dass wir für die Lehrkräfte auch immer zu einem digitalen Material nochmal ein PDF an die Hand geben, um dahin zu leiten. Also schräg deshalb, weil wir natürlich in die Breite möchten. Wir möchten, dass alle Lehrkräfte bundesweit sich mit dem Thema auch nochmal beschäftigen. Auch mit, wir haben eine, ja, wie so eine webbasierte Material zu Konsumspuren, zu Demokratie im Krisenmodus, also all solche, die lehrplanorientiert sind. Und dazu immer wieder ein PDF für die Lehrenden, um so nicht nur weiterführende Materialien, aber auch die Nutzbarkeit nochmal aufgreifen. Ja, danke nochmal, auch von mir. Zu dem, was du gerade gesagt hast, wie bringt ihr gerade die Themen, also ihr habt ja nun das Material, wie kommt das jetzt, abgesehen davon, wenn ihr persönlich in eine Schule fahrt und dann dort logisch dann die Lehrenden treffen könnt, wie pusht ihr das zu den Schulen, wo ihr nicht die Kapazität habt, um hinzufahren? Ja, super Frage. Also wir bedienen auch die Bildungsserver, die bundesweiten Bildungsserver, weil wir den Eindruck haben, dass Lehrkräfte sich daran bedienen, das Erste. Das andere ist wie Veranstaltungen wie die EduTech, wo wir waren, wo viele Lehrkräfte und Lehramtsanwärterinnen, das eine Minute heißt das, aber auch so Bildungskongresse wie die Didakta. Das heißt, wir schauen schon da, wo die Mehrheit der Lehrkräfte sich tummelt. Das ist aber nicht gleichzeitig die Mehrheit der Lehrkräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und nochmal der Hinweis, die Zeit ist jetzt nicht so ewig lang. Das heißt, wir brauchen die Lehrkräfte. Und wenn wir den Bildungsauftrag ernst nehmen an deutschen Schulen, das heißt, unsere jetzige Generation auf das Leben draußen vorzubereiten, dann kommen wir an so Themen wie Nachhaltigkeit nicht vorbei. Und das heißt, neben Bildungsserver, neben das, was Lehrkräfte lesen, ob es jetzt Fachzeitschriften ist oder durch diese Anzeigen, schauen wir, dass wir da Lehrer online, Teacher for Future, das sind all diese Plattformen, die wir versuchen zu bedienen, um so ein bisschen, ja, in die Breite zu gehen. Du kennst es ja wahrscheinlich alle. Ne? Du nix, ja. So, dieser charmante Hinweis, 1-2 Minuten, ich glaube, wir sind, noch eine Frage kriegen wir bestimmt noch hin. Das wäre dann die letzte, ja? Ja, tut mir leid.
Ich habe schon auch Greenpeace-Bildungsmaterialien verwendet und kriege dann immer so ein bisschen Vorwurf, das sei nicht neutral. Und das ist ja so ähnlich, wie wenn ich was von Shell verwenden würde, weil das halt gelabelt ist. Wie geht ihr damit um oder was kann ich da tun? Meine Lieblingsfrage. So, jetzt brauche ich aber eine Minute zum Antworten. Sorry, der Kaffee geht auf mich gleich. Im Bildungskontext, gerade aus der politischen Bildung, spricht man oft von diesem Beutelsbacher Konsens. Das heißt, in der Schule, im geschützten Raum, muss die Lehrkraft darauf achten, dass nicht nur eine Meinung durchgesetzt wird. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich nur Greenpeace durchsetzen, bringt aber auch, was die Lernkompetenzen, was die Kompetenzen, bringt uns ja auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen die Schülerinnen und Schüler schon dahin bekommen, verschiedene Perspektiven A, zu erkennen, wahrzunehmen, diese zu diskutieren und gleichzeitig die eigene Meinung zu bilden. In unseren Unterrichtsmaterialien, das ist auch so ein bisschen, wenn wir in die politische Bildung nochmal reinschauen, ist immer dieser Vorwurf, ihr könnt doch stärker sein. Ich meine, Hand aufs Herz, wir wissen, wofür Greenpeace steht. Also für Klimaschutz, nicht gegen Klimaschutz. Das weiß man, das ist allgemein bekannt. Das heißt aber, mit unseren Unterrichtsmaterialien ist uns aber ein Anliegen, genau diese Kompetenzen zu stärken. Das heißt, verschiedene Optionen auch mit aufzuzeigen. Wir haben zum Beispiel Zitate mit drin und nicht nur von Greenpeace-Freunden und Freundinnen. Das heißt auch gegenseitige Ansätze gleichzeitig, um genau da reinzugehen, diese zu diskutieren. Weil Bildung ist ja da, Gesellschaft auch einerseits zu diskutieren und zweitens aber auch mitzugestalten. Und ganz konkret, es gibt natürlich Lehrkräfte, die so ein bisschen denken, oh Gott, was macht Greenpeace jetzt dort? Wir machen Bildungsarbeit. Also Bildungsarbeit so, wie es in deutschen Schulen durch gemeinnützige Vereine nicht nur akzeptiert, sondern gleichzeitig auch gewollt wird. Wir brauchen zivilgesellschaftliche Ideen und Ansätze, auch stärker in schulischen Raum drin, weil die Schulbuchverlage sind super, aber auch ein bisschen langsam. Das heißt, aktuelle Themen wie Waldbrände etc. wäre gut, wenn wir die Aktualität im jetzigen Unterricht auch noch mal ein bisschen stärken. Und daher, Greenpeace ist ja nicht der einzige Umweltschutzverband. Ich glaube, zwei sind von Greenpeace-Studien. Der Rest ist Brot für die Welt, Deutsche Telekommunikation, Bitkom-Verband, also wirklich das ganze Potpourri. Ja.